Hi, liebe Leute, heute wieder ein wichtiges Thema, was für alle, die im Gelände fahren wollen, als Fortgeschrittene auch sehr relevant ist. Und zwar geht es um den Bunny Hop. Ihr seht es an der Menge der Tutorials, ihr seht es an den Anfragen von den Kursen oder auch die Bunny Hop Spezialkurse, was es mittlerweile alles gibt, dass das sehr gefragt ist und viele wollen das lernen, aber sagen wir mal ganz ehrlich, nur die wenigsten kommen wirklich dahin, dass sie den Bunny Hop beherrschen. Und ich möchte heute euch zeigen, woran das liegt, dass die wenigsten das erst wirklich erlernen. Und ich möchte gerne zeigen, wie es viel mehr erlernen könnten. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass ihr inspiriert seid und zu denen dann auch gehört. Was wir beobachtet haben, ist natürlich, dass Leute auf YouTube, in Mountainbike-Magazinen oder auch in Kursen vom Trainer vorgemacht, oft einen ziemlich profimäßigen Bunny Hop sehen. Das heißt, das ist so, das kennt ihr ja schon, wie wenn Fabio Wippmer oder Danny McEskill so richtig hoch, das Vorderrad ist mega weit oben und dann kommt der Absprung und das Hinterrad folgt und es ist eine komplexe dynamische Bewegung und das wird gesagt, das ist dann der richtige Bunny Hop, den man lernen soll. Und für viele, die jetzt mit dem E-Mountainbike oder mit dem Mountainbike unterwegs sind, oft auch eine andere Altersgruppe, also nicht mehr Anfang 20, schreckt das auch so ein bisschen ab, so dass man sagt so, ja, ich versuche ein bisschen das Vorderrad hochzukriegen und das geht ja noch nicht mal in die Nähe von dem, wie das da aussieht bei den Pros oder bei den Trainern zum Teil. Und dann lernen die Leute nur so ein bisschen halbherzig, merken, da kommen sie nie hin, geben es auf, bleiben dann beim Standardhop, das ist, wenn man beide Räder gleichzeitig vom Boden abhebt, was keine schlechte Technik ist, aber eine doch recht einschränkende. Deswegen sage ich ganz klar, vergesst mal diesen mega hohen Bunny Hop, der euch oft gezeigt wird und trainiert lieber den sogenannten Trail Hop, so nenne ich das. Mittlerweile haben es, glaube ich, auch einige, die es auch so nennen. Habe ich nicht erfunden, den Namen. Oder auch den Zweck Hop, wenn ihr nicht ihn auch. Da hat man diese Bewegung, dass man erst das Vorderrad über das Hindernis, dann das Hinterrad, springt ab und man landet mit dem Vorderrad gleich zuerst. Das macht es leichter zu erlernen als der ganz hohe Bunny Hop. Und im Grunde ist das auch, was man braucht im Gelände. Wenn man jetzt nicht gerade einen Bunny Hop Contest gewinnen will oder in der Stadt irgendwelche Mauern oder auf Bänke Bunny Hops machen will, dann reicht es absolut aus und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, man kriegt sogar auch ganz gute Höhen. Wenn jetzt ein Baumstamm doch ein bisschen dicker ist, mit einem guten Trailhop kommt man da auch noch locker drüber und diesen ganz hohen, sauberen, treiligen, echten Bunny Hop, wie manche sagen, wie, ja, den braucht man dann eigentlich gar nicht. Häufig gibt es kleine Hindernisse im Trail. Mein Kollege Fabian zeigt jetzt mal, wie man da so zweckmäßig drüber kommt mit einem kleinen Trailhop. Super. Also ich habe da schon mal ein ausführliches Video zu gemacht, wird unten verlinkt. Der simpelste Bunnyhop heißt es und das könnt ihr relativ einfach üben. Natürlich braucht auch das wieder Zeit und Wiederholung und Geduld, aber man kann es runterbrechen auf drei Elemente. Einmal das Laden, wenn man seinen Körper schnell runterwirft. Dann kann man die Federung komprimieren oder die Reifen. Nach dem Laden kommt das sogenannte Schubsen. Das heißt, ich bin hier in der tiefen Haltung und von da aus schubse ich den Lenker nach vorne. Also weg damit. Das zweite Element ist das sogenannte Schubsen. Man ist ja dann in der tieferen Haltung und von da aus kann man den Lenker nach vorne schubsen mit viel Dynamik. Dadurch kommt man in den Manual-Impuls.
Und in dieser Dreierabfolge nach dem Laden und dem Schubsen kommt dann das Springen. Das ist, wenn man halt aus dieser Haltung, wo man den Lenker nach vorne geschoben hat, die Arme sind etwas gerader, wenn man sich da schön einspannt und nach oben springt, kann man das Hinterrad mitnehmen. Also das Laden mit mehr Geschwindigkeit dann, dann das Schubsen, auch mit mehr Dynamik und das Springen, das war jetzt mal in Zeitlupe gezeigt und das könnt ihr dann verbinden. Okay, liebe Leute, also jetzt macht Fabian nochmal das vor. Ich hoffe, ihr seid motiviert, inspiriert. Jetzt schaut nochmal, wie er mit dem Trailhop über das Hindernis springt. Und das kann jeder lernen. So, liebe Leute, also, ihr könnt euch wirklich verabschieden von dieser Vorstellung, dass man so einen hohen Bunnyhop üben und lernen muss. Das ist nur bestimmte Disziplinen relevant fürs normale Mountainbiken, E-Mountainbiken, auf Trails, auch im Bikepark. Reicht ein guter, normaler Trailhop. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab in die Kommentare. Und so würde ich sagen, Skimannschoner an, trainieren und im Sommer sitzt es dann perfekt. Bis dann. Marc, Brodersen, herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute in Olsberg mit Marc Brodersen. Ja, zeig mir der Marc Brodersen, der gerade hinter der Kamera steht. Deswegen ist ja Marc Brodersen heute bei uns. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi, Marc. It's day two of our little snow adventure and Marc here. Has brought us some crazy snow bikes. Marc Brodersen ist bei uns. Herzlich willkommen.